Was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft. Fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion verhindert. Verflucht. Er ist also wirklich so gut, wie der Arkham Knight sagt. Ja, ist er. Wenn das Ding mit Ace Chemicals schiefgelaufen ist, sollten wir da nicht abhauen? Nein, der Arkham Knight und Scarecrow haben einen Notfallplan. Heute wird nicht das große Ding gedreht, heute zermürben wir die Fledermaus. Wir sind also eine Armee, die einen Guerillakrieg gegen einen einzelnen Typen führt? So ungefähr. Wart nur ab, bis die anderen Gotham Freaks am Zug sind. Batman wird keine Chance haben. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen bad-tastischen Folge hier im Batman Arkham Knight. Mit mir, Gaming Tayo. Oh, da ist schon die Steuerung. Die Steuerung. Ich glaube, ich schalte erst die anderen aus. Das ist sicherer. Ja, leider haben... Leider haben alle Bösewichte schon mein Intro gestohlen, deshalb weiß ich nicht mehr, was ich zu sagen habe. Hier haben wir unseren nächsten Freiwilligen. Was ist passiert? Oh. Woher soll ich das wissen? Glaubst du, er ist tot? Nein, er atmet noch. Denkst du, das ist Batman? Ja, er ist hier. Irgendwo. Also, wie die Bösewichte schon gesagt haben, wir suchen gerade nach Barbara Gordon. Das war bestimmt sehr effektiv. Vielleicht lebt er noch. Also lasst ihn uns erschießen. Ich glaube, die Drohne beschützt ihn gerade. Hä, ich hab doch einen Angstausschalter gemacht. Egal. Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Und zum Teufel ist er hin, er setzt auch ein. Du benutzt die Bodengitter? Guter Plan. Hier ist meiner. Batman ist unter dem Boden, zerstört die Gitter und scheucht ihn da raus. Das wird ihn aufscheuchen. Terrorbarer Sprengsatz. Los. 3, 2, 1. So. Ich will mal was ausprobieren. Nein, da drüben! Er ist hier irgendwo. Ich will die näher. Das ist nicht witzig, Batman. Ich weiß, dass du da bist. Okay, wir haben ihn verloren. Sollten wir nicht weiter suchen? Nein. Was zum... Warum ist alles so dunkel? Sterben wir? Das tun wir besser nicht, Bruce. Das tun wir besser nicht.
hast gesagt, 5 wären infiziert. Ich zähle nur 4. Ich weiß selber nicht, wer der 5. ist. Also ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Für alle, die sich das fragen. Kommen in unsere Stadt, machen alles kaputt und übernehmen den Laden für irgendeinen Freak. Das ist unser Job. Klappe halten, ja? Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Kamera, mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben die Drohne, die wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greift Batman auf das Terminal zu, will ich nicht wissen, was Scarecrow und der Arkham Knight mit uns machen. Aber was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch 3 unserer Einheiten gekämpft. Fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion verhindert. Verflucht. Er ist also wirklich so gut, wie der Arkham Knight sagt. Ja, ist er. Kaum zu glauben, dass Batman alle im Ace ausgeschaltet hat. So, das hier kennen wir ja alle schon. Mann, wir haben die Stadt abgeriegelt. Ich dachte, das würde schwieriger werden. Ja, wer weiß, vielleicht lässt uns der Knight nächstes Mal mit Schuppolis rein. Du meinst, die Fledermaus ist schwer zu töten. Willst du nicht den anderen Typen mit Unhand sehen? Betritt oder verlässt die Insel, solange wir hier sind. So, ich war kurz abwesend. Also, wie schon gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, obwohl es irgendwie so alt ist. Es könnte mein Urgroßvater sein. Was ist mit dir passiert? Zu viele. Vielleicht gestürzt? Oder Batman hat ihn erwischt? Meinst du es hier? Könnte sein. Das ist nicht gut. Lasst ihn! Wir müssen uns um uns selbst kümmern! Im Boden verstecken nutzt nichts. Er ist unter den Gittern. Da bewegt sich was unter dem Boden. Einsatz scharf! 3, 2, 1. Brille, Batman! Einen kann ich ausschalten. So. Fast keinen Schaden bekommen und 5 auf einmal ausgeschalten. Die machen es mir viel zu leicht. Slow-mo. Schön, dass du dich wehrst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und Brücken senken.
Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss, Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht so nah. Ich weiß. Wegen dem, was seiner Katzenfreundin passieren würde, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter? Erstaunt? Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, der Ritter und der intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich hätte das unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie sterben. Ich bin gerade leicht verwirrt, weil das leicht random kam. Aber ich glaube mal, dass das eine Nebenquest ist, oder? Rette Oracle aus den Fängen des Arkham Knight. Begib dich zu Riddlers Waisenhaus, um Catwoman zu retten. Okay, das ist ein Hauptziel, keine Nebenquest. Aber Leute, ich glaube, dass wir heute mal endlich mit einer Nebenquest anfangen könnten. Wenn ich weiß, wie. Und deshalb, glaube ich, fangen wir jetzt hier zum Beispiel mit dieser Nebenmission an. Position des vermissten Feuerwehrmanns. Fahndungslistenmission. So. Finde und rette die vermissten Feuerwehrleute der Wache. 17. Holy, was? Okay, da habe ich wirklich für 2 Sekunden Gänsehaut bekommen. Das war wieder unerwartet. Leicht unerwartet und leicht random. Soll ich dem Tier folgen? Ich folge dem Tier einfach mal. Okay, ich glaube, das ist... Wir gehen einfach mal zum Wegmarker. Das ist viel zu viel Information zum Verarbeiten auf einmal. Ich weiß, was ich gesehen habe. Riesige Fledermaus. Ich sage dir, du hast Batman gesehen. Du weißt schon, Batman.
aber er sah echt aus wie eine Fledermaus. Batman sieht wie eine Fledermaus aus. Das ist seine Masche. Nein. Ah. Oh, das ist Batmobil. Hi, Batmobil. Du hast sie verloren. Die Kontrolle übernommen. Deine lange Schrecken zerschafft. Okay. So. Ich glaube, das ist eine Geißel, ja. Wir werden dir unvorstellbare Schmerzen zufügen. Drake. Boah, diese Action. Hier drüben, bitte! Feuerwehrmann Leroy Wood. Boah, dieser Name. Leroy Wood. Batman. Richtig, Gott, innovativ. Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird sie abholen. Doch nicht Commissioner G, oder? Weil der ist gerade leicht angepisst von Batman, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Aber... so wie ich euch kenne, guckt ihr natürlich all meine Folgen, auch die von davor. Den vorherigen Part. Sektor 5 an Zentrale. Randalierer im Scheinertown. Cool. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, jetzt ist wieder das unsere Mission. Sollen wir dort was machen? Ey, Bro. Hoffentlich ist der Typ noch nicht weg, weil... oh, Leroy Wood. Immer zur Stelle. Ich hoffe, dieser Kopf braucht nicht zu lange, bis er hier ist. Ach so, die Mission ist schon vorbei. Ja, stark. Gut. Dann können wir wieder zurückgehen. Aber natürlich mit dem Batmobil. Was denkt ihr denn? Was sagtet ihr? Lauft, kommt. Hehe. Ich hoffe doch, dass die Fledermaus in der Explosion gestorben ist. Natürlich ist sie das. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Zwinker. So. Hey, ich kann irgendwo hoch.
rennst deinem Ziel nur hinterher und es ist dir immer einen Schritt voraus. Hättest du zuerst zugeschlagen, hättest du mich und alle anderen vor langem getötet. Doch du hast Angst. Dort ist schon wieder dieses Tier, welches wir vorhin gesehen haben. Ich bilde mir das ein. Ich muss mir das einbilden. Wer würde eine Leiche an die Hand ketten? Ah, das ist natürlich die andere Nebenquest, die wir auch noch gesehen haben. Aber die machen wir natürlich wann anders. Die Fledermaus steht bestimmt nicht auf Nachbarn. Wenn die beiden aufeinandertreffen, wird es spannend. Oh, hallo. Na los, ist dieses Rätsel, Jungs. Wen etwa den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Weiß nicht. Ein Helm, so nennt man ihn. Ich raff's nicht. Du willst Batman brechen? Vergiss Scarecrow, Two-Face, Penguin und den Rest dieser Komiker. Nigma ist der Mann mit dem Plan. Der Rätseltyp? Nee, glaub ich nicht. Glaub mir, der IQ dem Typen ist sowas von hoch. Man fängt den sowas von. Nur, wenn man echt clever ist. Ah. Und Nigma ist cleverer als alle zusammen. Wenn er so clever ist, wieso ist die Fledermaus dann noch am Leben? Nigma hat das den Plan. Ihr werdet schon sehen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch einfach Catwoman. Sie ist da drin, gefesselt und wartet darauf, dass die Fledermaus sie rettet. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht selbe, was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Mary Poppins in ihrer Prime. So, wartet. Jetzt will ich endlich diese Attacke. So. Bam. Ja, okay, der Radius ist kleiner als gedacht. Ich hau die. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Nigma. Wie kommt man auf den Namen Nigma? Nee, tut mir leid. Ich muss mich Harveys Gang anschließen. Wir haben was vor. Can you defeat mind such as mine? Natürlich. Okay, Hochspannungssicherheitsboden. Unter Hochspannung gesetzte Oberfläche, die bewegungsunfähig machen soll. Okay. Einfach nur eine Tür. Tür. Kann man die Tür öffnen? Nein. Nein. Hi, Catwoman. Batman?
Das bist besser du und du wirst dich besser entschuldigen. Ey, also no front an Catwoman, aber sie klingt irgendwie 10 Jahre älter, wie sie aussieht. No front! Irgendwie. Ja, Batman, ich bin gefesselt und kann nichts sehen. Du träumst nicht. Jetzt lass mich raus. Ach so, der Boden war nur so eine Idiotenfalle, okay. Hehehe. Rette Catwoman. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich bin satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Okay. Will Batman sein. Batman, ja. Batman, du bist krass. Batman forever. Schönen Dank auch. Boom. Du bist zu gut für mir. So. Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kesselkriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen um. Kann man es nicht einfach dran lassen? Es sah echt stylisch aus. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. So. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Eine stylische Bombe. Lass mich nicht trocken. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. No Mercy. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. So, Missionsauswahl. Hier, das ist die Hauptmission, wo wir Barbara retten. Das hier ist dieses Ding. Ah, davon gibt's... Okay, ich glaube, dass die werden da nicht auf der Karte angezeigt, sondern man muss sie finden. So wie vorhin, als ich den dann doch nicht gefunden habe, sondern nur den einen, der auf der Karte markiert war. Okay. Da muss man einfach durchfahren, das, dort wissen wir genau, wo wir hängen müssen. Auch das kann man so beim Vorbeifahren machen. Das hier sind die Leichen. Und man sieht natürlich, wir haben schon 11% gemacht. Ich würde sagen, wir machen
jetzt noch einmal. Ich will immer so eine Abwechslung machen zwischen dem da und dem da und dem da und dem da. Und deshalb, wir hatten heute jetzt schon zwei Nebenquests, deshalb würde ich einfach sagen, machen wir weiter mit der Hauptquest. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Aber davor... Miss Gordons Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Davor will ich noch was machen. Ich muss zurück zur Brücke, um das Batmobil nach Miagani Island zu bringen. Weil ich habe jetzt während dem Gespräch diesen Windenpunkt gesehen. Den da. Aber den kann man ja nur mit dem Batmobil benutzen. Das können wir ja noch nicht suchen. Okay. Weiß man, wer das... Keine Ahnung, sie dachten, es könnte Sans gewesen sein. Ist er wieder in Gotham? Wer weiß, wenn die Cops weg sind, tanzen die Psychos. So, hier können wir dann das Batmobil rufen und die Brücken runterlassen und die Spur von... Ganz genau. Also, und dann können wir die Spur des Arkham Knights weiterverfolgen. Aber leider erst in der nächsten Folge. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schreibt vielleicht was in die Kommentare. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Irgendwie wünsche ich mir schon, er wäre noch am Leben. Joker? Mann, du warst schon immer irre. Gib zu, waren lustige Nummern, die wir abziehen durften. Wenigstens weiß ich, dass ich am Ende des Tages noch leben werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.